dann alle nochmal Ronny Marcos von den Kickers aus Offenbach, aktuell in der Regionalliga Südwest unterwegs, bis 26 Jahre alt. Offenbach als Stadt generell, wie wohl fühlst du dich mittlerweile? Ich fühle mich sehr wohl hier. Also habe hier meine Wohnung, fühle mich wohl, mir gefällt die Stadt, gerade der Verein, das Umfeld, also ich fühle mich auf jeden Fall wohl hier. Wie findest du das mit den Fans in Offenbach? Große Unterstützung? Ja, definitiv sehr große Unterstützung. Also man merkt es halt bei jedem Heimspiel und es pusht einen schon und es ist auch gerade, finde ich, eine Sache, die den Club extrem ausmacht. Was für eine Riesentradition, was für eine Fankultur dahinter steckt. Also das ist schon nicht ohne. 5.600 Zuschauer im Schnitt, gerade in der Regionalliga und auch in der dritten Liga ist das ja aktuell ein sehr großes Thema, dass man auf diese Zuschauereinnahmen, gerade Traditionsclubs, man nicht verzichten möchte und auch nicht verzichten kann. Also Geisterspiele stehen da nicht so richtig im Raum. Wie nimmst du das aktuell wahr? Wie ist da die Lage bei den Kickers? Ja, also ich glaube, jeder, der selber Fußball gespielt hat, weiß, dass man sich immer freut, wenn Zuschauer dabei sind und gerade wenn es wie bei unseren Heimspielen so viele sind. Deswegen finde ich Geisterspiele für mich persönlich als Spieler jetzt nicht so geil, sage ich mal. Aber gut, wenn das nachher so entschieden wird und das dann so gehandhabt wird, dann kann man dagegen nichts machen. Und das ist, glaube ich, auch besser, als wenn gar nicht gespielt wird. Also Francesco Lovric, euch verbindet eine Menge, auch neben dem Platz. Die andere Personalie war der Kollege Campagna, wo genau. Es Anfang des Jahres mit ihm und mit dem Kollegen Duckfuß angeblich so eine kleine Auseinandersetzung gab, genau. Nach der Duckfuß dann den Verein verlassen musste. Da gab es auch eine Frage, wie hast du das gesehen damals? Ja, es ist, ich war selber nicht vor Ort, weil ich in der Reha war, weil ich halt noch Syndesmoseverletzung hatte und die auskurieren musste. Habe es natürlich aber auch mitbekommen, ist generell keine schöne Sache, weil jeder, der halt auch Netsch kennt, weiß, dass es nicht so ist, wie es in den Medien dargestellt wurde. Und aber was war denn? Also ja, es gab halt, ich war halt selber nicht dabei. Es gab halt Ärger und dann es hat halt eins zum anderen geführt. Und ja, und hat halt leider den Lauf genommen, wie es jetzt genommen hat, was sich, glaube ich, im Endeffekt keiner gewünscht hat. Der HSV der letzten 10 Jahre wäre nicht der HSV, wenn nicht zig Trainer ihren Hut nehmen mussten und neue Trainer auch ja, den Job dort oder den Weg dorthin gefunden haben. Bist du auch dem zum Opfer gefallen, sage ich mal, dass dann ja Bruno Labbadia kam, als es nicht gut lief, Relegation und so weiter? Ja, ich selber habe schon einige Trainer auf jeden Fall auch erlebt beim HSV. Und ob man das jetzt so abstempeln kann, ob man dem dann zum Opfer gefallen ist. Aber klar, also Zimbauer war auf jeden Fall ein Befürworter meinerseits. Und ja, wie es mit ihm gelaufen wäre, weiß man natürlich immer nie. Aber so ist natürlich gerade für einen jungen Spieler, sage ich mal, da war ich schon noch einige Jahre jünger, bei so einem großen Club immer so viel Trubel und sage ich mal so hin und her ist natürlich auch nicht einfach. Und dann wird dann auch schon mal eher auf ältere Spieler gesetzt als auf jüngere. Wie war es, gegen Robben zu spielen, fragt René. Ja, was heißt gegen Robben? Es war gegen die ganze Mannschaft. Das sind ja jetzt nicht unbedingt vereinzelte Spieler. Und das war halt, glaube ich, schon zu der Guardiola-Zeit. Da haben sie ja eh maximal auf Ballbesitz gespielt. Und ja, war halt ein harter Tag für uns alle. Aber ich denke, im Endeffekt hat man, oder aus dem Spiel habe ich sehr, sehr viel lernen können. Ich denke, aus der Mannschaft stand auch einige. Aber hätte gerne anders laufen können. Die prägendsten Punkte für mich waren eigentlich alle Siege, die wir geholt haben, in denen ich auch gespielt habe oder durchgespielt habe. So, oder mein erster Bundesligasieg, mein erstes Bundesligaspiel. Das sind so die Sachen, die für mich prägend sind, weil das sind Sachen, die weiß ich noch, als wenn sie gestern gewesen wären. Und ja, da werde ich mich sicher auch mein Leben lang dran erinnern. Kannst du dich denn noch erinnern an den 17.09.2016? 17.09.2016, warte mal. 17.09. Ich habe was im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher. Rate mal. Ist ein Spiel mit Ried? Ja. Gegen Alltag? Ja. Ja, das war mein erstes Profitor. Und dein letztes, oder? Und mein letztes seitdem. Also im professionellen Bereich war das, also in den offiziellen Profiligen war das mein einziges Profitor, was ich so beim schwachen Fuß geschossen habe, mit rechts. Ja, war, glaube ich, 89. Minute oder 87. Minute, 2 ein Siegtreffer. In Österreich, wie war es gegen Rapid Wien zu spielen? Schwieriges Spiel auf jeden Fall immer gewesen und hat aber Spaß gemacht.
Wie ist das so vergleichbar vom Niveau mit Deutschland? Schwer zu sagen. Also es kommt halt echt immer auf die Clubs an, solche Vereine wie Salzburg, wo man ja auch sieht, die in der Europa League halt gefühlt durchmarschieren, kommen halt auch aus Österreich. Und deswegen finde ich, wird die österreichische erste Liga tatsächlich immer schlechter geredet, als sie ist, weil da wirklich schon Qualität drinsteckt. Und ja, das ist, finde ich, teilweise immer noch ein bisschen schade. Auch wenn ich jetzt nicht mehr da bin, sagen viele halt immer, ja, Österreich, Österreich. Aber Österreich ist schon eine gute Liga. Und da glaube ich auch nicht, dass unbedingt jeder bestehen würde immer. René fragt, warst du sehr talentiert oder hast du dir alles erarbeiten müssen? Dadurch, dass ich erst mit 12 mit Fußball angefangen habe, ist ja sehr, sehr spät. Mit 12? Ja, mit 12 habe ich angefangen. Deswegen habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gearbeitet. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt bewusst gesagt habe, nur das, das und das. Aber ich war einfach immer auf dem Bolzplatz und war nie der in den Jahrgängen, wo es von Anfang an hieß, der geht durch oder der geht hoch. Und von daher war, würde ich schon auf jeden Fall viel Arbeit sagen, ja. Neben der Vereinskarriere hast du ja auch noch ein Highlight, ich denke mal, es war ein Highlight für dich, gehabt, und zwar für Mosambik aufzulaufen. Genau. Ist es eigentlich bei dem einen Spiel geblieben gegen Ruanda? Genau, es war die Afrika-Cup-Quali, ist leider bei dem Spiel geblieben. Ich hatte dann immer, meine Abstellphase war kleine Wehwehchen und solche Sachen, und dann hat es halt immer keinen Sinn gemacht, nach Mosambik zu reisen. Und dann hat sich der Kontakt ein bisschen verlaufen. Dann war halt auch noch die Geschichte, wie gesagt, wieder mit Griechenland, wo ich dann ein halbes Jahr keinen Vertrag hatte, nirgends so unter Vertrag war. Und dementsprechend hat sich das dann ein bisschen verlaufen, aber jetzt, wann war das? Ich glaube, vor 1-2 Monaten ist wieder ein Kontakt entstanden, und wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn es wieder was wird, ja. Wie läuft deine Call of Duty-Karriere? Ja, die läuft sehr, sehr gut. Bin jeden Tag am Arbeiten mit meinen Jungs. Also das ist alles, nimmt schon seinen Gang, seinen richtigen Lauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.